Einen wunderschönen Willkommen zum heutigen Abend. Willkommen zu einer weiteren Runde von Dead Space. Oh, ist das laut auf den Ohren. Bisschen leiser drehen, ne? Nicht, dass ich so erschrecklich werde. Wo waren wir denn stehen geblieben? Ich habe keine Ahnung. Ach, die können wir nicht aufmachen. Wo muss ich denn hin? Ich muss erst mal die Tasten wieder drücken. Ich muss dahin. Warum ist das auf einmal? War das schon immer gelb? Ja, das war gelb, weil ich eine Nebenmission ausgewählt habe, ne? Wollen wir eine Nebenmission machen? Vorsätzliches Fehlverhalten. Gewebeprobe scannen. Die Monorail-Station der Hydrostation ist abgeriegelt. Wenn ich die Monorail zum Hangar nehme und dann zur Monorail-Wartung gehe, kann ich von dort aus auf die Hydrostation gelangen. Na doch, das würde mich schon abhalten. Ich kann das hier immer schön runterdrehen. Dann erschrecke ich mich nicht so von den Geräuschen. Oder kann sie ausblenden und höre nur das wirklich Laute. Apropos, habe ich hier eigentlich noch... Ich habe ja fast keine Munition, das ist schön. Ich dachte, es ist durch ein Update gekommen, aber... Hallo? Ach ja, hier war ja... War ja der nette Freund hier. Hat er noch was liegen lassen? Nee. Ja. Was mich so von hinten erschrecken kann. Damit ich mich besonders erschrecke. Ich gucke immer in die falsche Richtung. Ruckelt ein bisschen. Also ihr ruckelt im Sinne von... Oh nö. Habe ich mich erschrocken gerade eben. Spiel, das kannst du doch nicht machen. Aber wenigstens gibt es hier Gummihandschuhe, falls man sich irgendwas einfängt, ne? Also bevor man sich was einfängt. Die Geräusche? Nee. Und vor allem, wenn du so weit weggehst, dann geht die Tür wieder zu. Also du kannst sie einfach aufmachen und... Und, genau. Gehen schneller kaputt. Vielleicht darf ich nicht so schnell schießen, ne? Waren wir hier schon drin? Ja, ne? Ja, war ich schon. Huch, da kommt einer lang gerutscht hier. Warum ist das schon wieder instabile Verbindung? Also bitte. Ach, guck mal, wo wir sind. Die kennen wir doch. Wie viel Kohle haben wir denn? Wow. Nichts. Können wir was verkaufen? Nö. Also nicht wirklich. Was brauchen wir denn dringend? Eigentlich brauche ich Munition. Ich nehme mal Plasma-Energie mit.
Das haben wir recht gut aufgewertet. Dass hier auch nichts respawnt. Oh, warte mal, speichern. Habe ich schon mal erwähnt, dass das mein Lieblingsort ist? Der Speicherpunkt? Aber das dafür, für das Einblenden der Tour hier. Ach ja. Er fast hätte mich die Tür zerquetscht. Ey, hör auf mit dem Scheitern. Speichern. Also. Licht doch was? Nee, Licht nicht. Warum sind denn immer diese Geräusche? Hallo? Ach, hier haben wir den Blitzdings bekommen. Fahrstuhl fahren? Jawohl, ja. Oder hier erst mal gucken. Ne. Oh. Ja, nehme ich mit. Ich hab's gehört. Glaube ich. Ach so. DNA-Analyse wird gestartet. Übereinstimmung gefunden. Brand Harris, Abbaumitarbeiter. Aegis 7. Eingetragener Arzt Dr. Chalice Mercer. Warnung. Schwere DNA-Anomalien gefunden. Rig-Tracking ist verfügbar, um mögliche Ansteckungen zu verfolgen. Autorisieren. Harris. Was hat Mercer Ihnen angetan? Autorisieren. Synchronisierung der Referenzpunkte mit dem Rig-Sender. Wir danken Ihnen für Ihr Engagement für die öffentliche Gesundheit. Viel Spaß beim Sterben. Was ist jetzt? Finde Harris Bett auf. Finde Harris Bett. Nimm ich mal. Auf der Intensivstation. Ach, wir müssen wieder zurück. Naja, warum nicht? Wo müssen wir denn eigentlich jetzt hier hin? Ja. Siehst du, der Hauchbär, der ist ja nicht mehr da, ne? Mr. Kuschel und mir wächst alles wieder nach. Ja, Püschelbär. Man hat's gemerkt, wie er geladen hat, die Sau. Ich glaub, da klopft jemand, da will jemand rein. Wo müssen wir denn lang? Fast mit der ganzen Munition verballert. Mistvieh.
müssen wir hin. Aber vielleicht kommen wir ja wieder an Sachen vorbei. Was bist du denn eigentlich hier? Oh. Wo wir irgendwie was nachträglich auch machen können, weil wir jetzt hier den Zugangscode oder die Zugangsberechtigung haben. Dieser Schatten ist ja schlimm. Ruhe. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich sehr nervenfremd ist. Ja, toll. Hier nicht fallen lassen. Ist hier irgendwas, was blinkt und was wir aufnehmen können? Hallo? Da liegt was. Da kam was durch. Ja, war. Ein Audiolog. So eine Schande. Zu Beginn meiner Nachforschungen waren Terence Kynes Erkenntnisse über den Marker von unschätzbarem Wert. Jetzt schickt er nur noch Mitteilungen wie diese hier. Sie Schlechter. Ich habe Ihren Jäger gesehen. Ich weiß, wer das war. Diese zelluläre Regeneration. Großer Gott, sehen Sie nicht, was Sie getan haben? Ich stimme Amelia zu. Wenn das Unitology ist, will ich damit nichts zu tun haben. Meine Diagnose? Der arme Terence leidet an der gleichen Demenz, von der auf der LG7-Kolonie berichtet wurde. Emilia zum Beispiel. Die einzige Emilia, die er je erwähnt hat, war seine Frau. Und Emilia Kyne starb vor 7 Jahren. Ich glaube, sie ist tot. Aber den hat man schon vorher gehört, ne? Ach ja, die hat sich ja hier, genau. Hm. Schicksal. Oh, da ist noch ein Log. Was sehen alles? Ein Textlog. Patientenlogbuch. Dr. C. Mercer, zweiter Wissenschaftsoffizier, Gespräch mit B. Harris. Deshalb schreiben Sie das auf. Die Kirche wird mir später danken. Ich höre es auch, Mr. Harris. Andere empfinden das Signal des Markers als Belastung, aber für mich ist es inspirierend. Neue chirurgische Methoden, neue technische Entwicklung. Schade, dass ich die tieferen Nuancen nicht so gut erfassen kann wie Sie. Sie meinen die Codes oder die Stimmen, die so gerne gehört werden möchten? Hungrig wie die Sterne. Und diese Narren wollten Sie heilen. Sie haben göttliche Einsicht, Mr. Harris, und ich kann sie interpretieren. Die tiefsten Geheimnisse des Markers, die Konvergenz, sogar das Kollektiv selbst könnten uns gehören, wenn Sie mir vertrauen. Gott spricht durch den Marker, er muss gehört werden. Aber ich kann es Ihnen nicht vermitteln, ich versuche es, aber es entgleitet mir, als ob es hinter meinen Augen feststeckt. Und die beste Methode hätte fatale Folgen, es sei denn... Mr. Harris, kennen Sie den Begriff zelluläre Regeneration? Oho. Oh, ach, da hinten muss ich durch. Ich speichere aber drauf. Mmh.
Ja, war schon drin, ne? Ja. Wir haben schon alles eingesammelt. Hä? Hä? Ach so. Ja, klar. Jetzt nimmt es auf. Sehen Sie bitte hoch. Nur noch ein kleines Stückchen Knochen zwischen uns und den Geheimnissen des Markers. Ganz ruhig. Es wird nicht wie auf RG 7 und der unschöne Sache mit der Krankenschwester. Sie war keine Krankenschwester, als ich das tat. Die Erledigung im Erzlager, die ich übernehmen soll, wird den Arbeitern nicht gefallen. Sie sind wahrscheinlich genauso engstirnig wie die Arbeiter in der Kolonie. Sie quälen Menschen, weil sie ein wenig anders sind. Haben Sie es nicht verdient, ordentlich erschreckt zu werden? Ja. Ja, das stimmt. Ich bin bereit. Zeigen. Sie sind hungrig. Und bald hier. Sie machen uns vollkommen. Doktor, ich sehe es jetzt. Der Marker spricht. Und wir können antworten. Sagen Sie mir wie. Tracking von relevanten Rec-Aktivitäten. Boah. Ne. Nochmal. Steuerung hier. Wir folgen mal das Hologramm von unserer Holden. Oder?